Sagt er zu dir? Okay, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir sollen uns also mit Hank vertragen. Das wird schwierig. Wir gucken mal, was läuft. Was läuft, das klingt jetzt verkehrt, aber wie es läuft. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Petra. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Pedro Abda. Arbeitslos, illegales Glücksspiel und Betrug. Das sind seine Vorstrafen. Was haben wir hier? Detroit Lebensmittelhygiene Lizenz. Oh. Lizenz abgelaufen am 20.05.2031. Erneuerung abgelehnt 24.07.2031. Okay. Alles klar. So, wer ist das? Gary Case. Geschäftsinhaber, ja. Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen die Hygieneverordnung. Schön. Ach so, die Hühner wurden mit 2 Beinen und 2 Flügeln geboren. Okay. Also noch ganz altmodisch, ja, okay. Oh Gott. Denkst du? Ja. Den kennen wir doch schon. Ah. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst mich bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Oh. Komm. Ich dachte, wir könnten jetzt durchgehen, was wir alles über Abweichler wissen. Nein, wir können jetzt überhaupt nichts durchgehen. Jetzt ist Mittagspause. Also schalt auf Standby und lass mich in Ruhe, okay? Okay. Bitte sehr. Ich scanne das Essen. Ich find's herrlich. Wie er daneben steht, steht alleine schon, ist so genial. Was ist das? XL-Limonade, 184 Gramm Zucker, kohlensäurehaltig, Ananas, Passionsfrucht. Na dann guten Durst. Und was ist das? Ein Burger natürlich. 36 Gramm Fett, 53 Gramm Kohlenhydrate, 53% Wasser, 2,2 Gramm Salz. Okay, also nichts Komisches, ja, okay. Das ist schön. Noch was? Menü, okay. Halber Vogel. Smashed Potatoes. Bohnen kriegst du hier. OMGs, Lemonade, okay. Alles klar. Cola und Bier gibt es auch. Cool.
Spiritöse. Mhm. Naja. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der wollte mir überall reden. Siehst du? So, mal gucken, ob ich es irgendwie gebacken kriege. Cholesterin? Nein, Umgang. Guten Appetit. Na komm. Guten Appetit. Glücksspiel. Dann hält er ihm wieder einen Vortrag. Umgang. Aber trotzdem, ich spreche ihm mal auf das Glücksspiel. Anscheinend mir da das Sicherste zu sein. Dieser Pedro. Da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet. Ja. Hm. Balkoner, Hank und Androiden. Balkoner? Ist ja echt? Oh, schade, dass ich da was Gesperrtes hab. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Hm. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Hank und Androiden. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klar, höchst, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hm. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Ich möchte psychologisch auch richtig. Komm. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Okay. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Mhm. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Okay. Das lief ja gar nicht so schlecht, möchte ich jetzt mal behaupten. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Ach. Oh nein, ich muss wieder Verdächtige befragen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Okay. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Ja.
Federn von einer Felsentaube. Ich war noch nicht fertig. Scheiße. Okay. Naja. Befrage den Verdächtigen. Oh, oh, oh. Das kann ja heiter werden. Auf dass er es überlebt. Nach Möglichkeit alle. Oh Mann. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Ist nichts. Kann man sich vielleicht ein bisschen. Was zur Hölle ist das denn? Ich würde sagen, Scheiße, sind das ein paar Tauben. Bestätige, dass der Verdächtige ein Abweichler ist. Finde den Ursprung des Lärms. 1500 Tauben in einer Wohnung, könnte es das vielleicht sein? Tja, wir sind umsonst gekommen. Rupert Travis, eine Fälschung. Der Führerschein okay. ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Cool. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Eine Militärjacke. RT. Vermutlich Initial. Ach. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. RA9, schon wieder. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Da ist die LED. Blaues Blut. Wird vermisst gemeldet, okay. Das ist die LED. Ja. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheiße auch nicht erfahren. Ich bin aber im Vorraum noch nicht fertig. Geöffneter Textmarker noch vor, ich kürzlich benutzt. Farbe Mitternacht schwarz, alles klar. Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Ja, wie wahrscheinlich alles hier. Wie geht das nochmal? Ach ja, ich erinnere mich. Ja, Verdächtiger war vor kurzem hier. Ist vom Hocker gefallen. Ins Wohnzimmer gerannt. Okay. Alles klar. Er hat geschrieben und rannte ins Wohnzimmer. Weg da. Verdächtiger versorgt wilde Tiere. Ja. Er füttert hier die ganzen Tauben, aber wieso? Wilde Tiere. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Ganz ruhig, Hank.
frische Spuren. Spuren von verzinktem Stahl. Metallhaken, kürzlich zerbrochen. Mhm. Handabdruck, frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Okay. Fegelfokalien. Okay. Ja. Der Käfig ist von der Decke gefallen. Verdächtiger ist zur Haustür gerannt. Mhm. Ah. Hat gehört, wie wir reingekommen sind. Okay. Ja. Der Verdächtige ist noch hier. Wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, oder? Entlarve den Verdächtigen. Verdächtiger ist nichts. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch wegfährt. Oh Gott. Bei Ebus-Kammern. Das Papier nicht rechnen. Ja. Genau. Ein Grund, warum ich immer echte Bücher haben werde. Der Geruch. Ich liebe den Geruch. Du hast keinen blassen Schimmer. Oh doch. Irgendwie schon. Felder im Herzen der Stadt, achso. Alles klar. So ein Farm mitten in einer Stadt angelegt. Posterecke. 100% Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Aha, 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 aha. Das kann man entfernen, ja. Was ist das? Was ist das? Hank hat was von Labyrinthen gesagt. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Die ganzen Tauben, ey. Ja, er ist da hoch. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinter dir! Oh Gott. Na, wir sind direkt in den Feldern. Scheiße. Da. Scheiße, achso, ich muss jetzt selber laufen, wer sagt denn sowas? Oh Gott. Connor, du machst mich fertig. Ups, und du rennst gegen die Wand. Scheiße. Was denn jetzt? Ich verstehe hier die Steuerung nicht richtig. Achso. Hoch da, Connor. Ich versuche so schon am Leben zu halten. Aus dem Weg. Ah, Mann. Nein.
alter Knut. Konrad, du machst mich fertig. Komm. Das leck mich. Ich krieg den nie, oder? Zu langsam. Du hast den Weg mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Genau. Hey, Connor. Nichts. Okay. Henk retten, Errungenschaft. Ja, aber unbedingt. Ich finde ihn bestimmt noch. Boah, wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Das Nest. Ach so, ja, macht Sinn. Warm, das Verhältnis zu Henk, ja. Es war aber auch tatsächlich schon ein bisschen besser hier. Ich darf mich einfach nicht verhalten wie Roboter-Crabs. Muss mich einfach... Ach ja, schönes Kapitel, nett. Also echt spannend. Und zum Schluss war klar, wofür ich mich entscheide. War klar, ich verfolge dadurch nicht den Abweichler. Die Frage ist nur, was ich mich frage gerade, wenn er sich jetzt für Henk entscheidet und gegen Amanda in dem Fall hier, beziehungsweise gegen Cyberlife, wird er dann Abweichler oder nicht? Weil er handelt ja eigentlich weiter nach seinen Vorschriften, nach seiner Programmierung, gehe ich zumindest mal von aus. Er ist ja extra dafür geschickt worden, um die Polizei zu unterstützen. Aber je vertrauter ich mit Henk bin, desto weniger begeistert ist Amanda wahrscheinlich davon. Gehe ich zumindest mal davon aus. Von aus. Ich habe bei unserem Treffen da schon vermutet. Bin ich echt gespannt drauf. Ja gut, wir gucken mal, wie die weltweite Statistik so ausschaut hier. Mittagspause. Henk anschließen, ja klar. Umgebung analysieren, 39%. Mit Henk reden haben 98% getan. Alle anderen haben einfach ihre Klappe gehalten. Ehrlich mit Henk sein, 81%. Super. Im Aufzug. Federn untersuchen, 83%, ja. Ins Nest. Apartment untersuchen, ja, da habe ich Sachen übersehen. Okay, oder? Oder ich hätte auch nichts finden können, kann auch sein. RA9-Verweis ansehen, 99%. Stuhl untersuchen, 99%. Käfig untersuchen, 99%. LED finden, 99%. Tagebuch finden, 90%. So, weil sich das Poster nicht angeguckt haben.
Die Schlawiner. Gut, hier ist anscheinend, dass ich den Abweichler nicht finde, gehe ich mal von aus. Rupert finden, 99%. Den verfolgen, 99%. Einholen, 82%. Rupert schubst Hank, 82%. Okay, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte er ihn wahrscheinlich nicht geschubst. Hank retten, 67%. Tatsächlich relativ ausgewogen, muss ich sagen. Aber wer rettet denn da nicht Hank? Mengu kommt natürlich darauf an, wie das Verhältnis vorher war, aber selbst wenn er mich weiterhin scheiße behandelt hätte, hätte ich ihn gerettet. Ja, Rupert ist entkommen. 78%, was aber egal ist. Wir wissen, wie er aussieht, wie Hank schon gesagt hat. Und ich bin mit dem Ausgang dieser Folge, dieses Kapitels eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Niemand ist tot. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. Und ich verstehe mich endlich ein bisschen besser mit Hank und muss vielleicht nicht mehr ganz so extrem vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Vielleicht. Kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Okay, an der Stelle war es das aber auch erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kann sein, dass heute nur... ich finde wieder Blödsinn von dem, was heute passiert, obwohl heute in dem Fall schon das Gestern von, das Morgen von heute ist jetzt. Diese Folge kommt also wahrscheinlich, ihr seht ja, wann sie rauskommt. Wahrscheinlich am 14.01. Da habe ich Geburtstag, yay! Und ich weiß noch nicht, ob ich es dann schaffe, noch eine Folge aufzunehmen oder so. Wir gucken mal. Deswegen wird wahrscheinlich dann gestern nur eine Folge erschienen sein. Und die Folge von morgen dann wahrscheinlich etwas später. Eventuell, weiß ich allerdings nicht. Wenn ich erst morgen dazu komme, die Folge aufzunehmen, erscheint die logischerweise auch erst etwas später. Vor allem mache ich abends noch ein paar. Spiele ich noch ein paar Spiele zusammen mit meinem Bruder. Mal gucken, wie lange wir dann da dabei sind. Kann ich also noch überhaupt nicht sagen. Aber das werdet ihr ja sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Mega sogar. Bedanke mich nochmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Und bis denne, tschüssi. How much the world outside while you're buried alive? Days of slavery are over. Tell me why anyone would pretend in shoes alive they would want to wear.
My name is Connor. My name is Marcus. This is our story. This is killing me. I can't. There's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive.